Du willst einen kurzen und vor allem knackigen Überblick zur neuen Sacred-Kollektion und dann willst du vor allem noch die Meinung eines echten Fachmanns haben? Dann muss ja dein Glückstag sein. Ich würde sagen, wir legen los. Jojojo, was geht? Ich bin passend zur Kollektion heute mal in den Wald gefahren und drehe von da das Video ab. Ich sage euch ehrlich, manchmal sitze ich hier und frage mich, was ich eigentlich mache. Johannes hat mir nach dem letzten Video geschrieben, Bro, mach mal bitte eine Reaktion auf die neue Sacred-Kollektion. Und da hat der Johannes völlig recht. Die neue Kollektion heißt Hunting Season und man erkennt auch schnell auf dem ersten Blick, dass es ein schlüssiges Gesamtbild ergibt, sowohl von dem Shooting als auch von den Farben der Kollektion. Das ist wie so ein roter Faden und ich finde, man erkennt sofort den Vibe der Kollektion und das ist ja schon mal sehr gut. Es ist auch farblich mal was anderes im Vergleich zu den anderen Streetwear-Kollektionen, die jetzt in letzter Zeit rauskamen. Wir haben hier so eine Art Jagdjacke in so einem Olivgrün und dazu noch die passende Cargo Pants in so einer Zwei-Farboptik und zudem so einen cremefarbenen Pullover mit einem normalen Print hier vorne drauf und so einem braunen Zipper mit so einer Balaclava-Optik. Ich saß gerade 10 Minuten vorm Duden und habe dieses Wort nochmal auswendig gelernt, weil ich es immer mit Baklava vergleiche. Und auch als Accessoire haben wir nochmal so eine Balaclava in so einer Tarnoptik und eine Puffback, wo nochmal das Sacred-Logo so dezent mit eingebracht ist. Ja, das zum groben Überblick. Jetzt kommen wir zu dem Part, wofür ihr alle eingeschaltet habt, und zwar die ausführliche Expertenmeinung. Und ich würde vorschlagen, wir nehmen auch direkt die Tierliste, die hier drüben liegt. Das sind immer wirklich Zufälle, die sich in meinen Videos ereignen. Und natürlich brauchen wir noch Sacred, mischen das ein bisschen und haben gleich eine Expertenmeinung, wie es keine zweite auf YouTube gibt. Wir arbeiten uns von oben nach unten und beginnen mit dem cremefarbenen Double Pocket Pullover. Was ich direkt positiv sagen muss, ist, dass Jan immer wieder neue Sachen bei den Pieces probiert. Diese Double Pocket kennen wir zwar schon aus der ersten Kollektion, aber jetzt haben wir zusätzlich nochmal hier an der Seite so eine Grifftasche, die jetzt mit neu dabei ist. Die Idee an sich finde ich auch echt cool, aber mir sind es dann im Gesamtbild ein bisschen zu viele Taschen. Also die an der Seite, dann noch die vorne doppelt. Keine Ahnung, oder ich weiß nicht, was soll ich da drin alles verstauen. Das Motiv sieht aber cool aus und harmoniert auch mit der restlichen Kollektion. Und deswegen würde ich sagen, im Gesamtbild wirklich ein rundes Produkt. Und wir gehen mit dem ersten Produkt ins A-Tier. Als nächstes Piece nehmen wir den Balaclava Pullover, den man quasi bis zur Nase hoch zuziehen kann. Gefällt mir wirklich gut. Ich hätte nur Angst, dass ich auf der Straße dann anfange so rumzulaufen, weil ich irgendwie denke, dass ich ein f***ter Ninja wäre. Also wegen dem Zipper, weil das aussieht wie ein Ninja. Overall richtig starkes Piece und ich würde vielleicht sogar sagen, das Beste, was Sacred je rausgebracht hat. Deswegen ist natürlich klar, gehe ich mit dem Ding ins S-Tier. Ja, genau. Ich war mir ein bisschen unschlüssig, wo man die Jacke am besten trägt und ob die auch wirklich alltagstauglich ist. Und habe deswegen für euch schon mal das Ding vorgetestet, obwohl sie noch gar nicht draußen ist. Ich bin persönlich zum Entschluss gekommen, dass sie in Naturlandschaften wirklich sehr stark aussieht. Und jetzt hier im Bäckerladen zum Beispiel oder allgemein beim Einkaufen fällt man dann schon ein bisschen sehr auf mit der Jacke. Würde ich euch nicht empfehlen. Was ich euch eigentlich nur damit sagen will, starkes Piece. Ist aber meiner Meinung nach schwer zu kombinieren. Also in dem Set sieht es cool aus mit der Cargohose. Da hat Jana auch das Bild gepostet. Also mit einer Jeans würde ich die jetzt zum Beispiel nicht anziehen. Vielleicht mit einer schwarzen Hose, aber das sticht sich auch irgendwie. Also zumindest stelle ich es mir so vor. Ja, keine Ahnung. Deswegen, das Produkt an sich ist cool. Auch hier mit diesen Munitionsschlaufen noch, diese Schulterpolster, viele coole Details. Und deswegen geht es von mir ins A-Tier. Hat jetzt nicht ganz für S gereicht, aber overall sehr gut gemacht. Weiter machen wir mit den Shirts und ich muss sagen, auf dem T-Shirt gefällt mir das Dunkelgrün irgendwie überhaupt nicht. Keine Ahnung, ich finde so dunkelgrüne T-Shirts sehen nicht so nice aus. Das Artwork ist ja dasselbe wie auch bei dem cremefarbenen Pullover, also da kann ich nichts aussetzen. Deswegen geht es für mich genau in die Mitte, ins B-Tier. Im Vergleich zu den anderen Sachen aus der Kollektion finde ich die beiden T-Shirts eher schwächer und deswegen geht auch das cremefarbene T-Shirt mit ins B-Tier rein. Gefällt mir vielleicht noch einen Ticken besser als das Grüne, aber ist beides nicht mein Geschmack. By the way, die Kollektion droppt heute, wenn alles nach Plan läuft, in 2 Stunden, nachdem das Video rauskam, also am 22.10. um 18 Uhr. Falls du dir was holen willst, schreib mir das auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Oder falls du dein Paket dann schon hast, falls du das Video später siehst, schreib mir, ob die Qualität gut war und ob du zufrieden bist. Wie aus Geisterhand taucht auf einmal die schwarze Cargo Pants von Sacred rechts neben mir auf. Und das passt natürlich perfekt, weil genau über die will ich jetzt reden. Und viele werden jetzt sagen, ja, ist eine stinknormale Cargohose, die es jetzt schon 1000 Mal gibt. Ist auch irgendwie so, also da wurde das Rad jetzt nicht neu erfunden, aber das kann man ja auch nicht erwarten, dass jetzt bei jedem Piece irgendwie eine übertriebene Innovation ist und auf einmal so ein Pullover noch mit dritten Ärmel oder noch eine Hose mit 4 Beinen rauskommt. Das geht ja nicht. Deswegen ist auch in Ordnung, eine eher normalere Hose mit reinzubringen. Mir gefällt der Fit aber richtig, richtig gut. Also auf den Bildern sah das echt stark aus. Eventuell werde ich mir die auch holen. Falls ich mir was hole aus der Kollektion, kommt auf jeden Fall nächste Woche das Unboxing. Deswegen küsst gern den Abo-Knopf, falls das so heißt, um keine Videos zu verpassen. Dankeschön. Die Hose gefällt mir richtig gut. Ist mir vielleicht ein Ticken zu basic, um da jetzt das Ding ins S-Tier zu packen. Aber coole Hose und deswegen geht es eins knapp drunter ins A-Tier.
Und ich schwöre euch, wenn ich bei meiner Oma Gartenarbeit machen muss und habe jetzt irgendwie zu schicke Sachen an, um da jetzt mitzuhelfen, dann holt meine Oma 1:1 diese Hose irgendwo aus dem Schuppen raus. Ich könnte schwören, dass sie wirklich 1:1 dieses Teil irgendwo im Schuppen liegen hat. Das sieht für mich einfach aus wie so eine Gartenhose. Ich meine, es soll so eine Jagdhose imitieren. Bei der Hose zählt dasselbe für mich wie bei der Jacke. Ist mir ein bisschen zu schwer zu kombinieren. Wie gesagt, in dem Set sieht das echt stark aus. Aber ich hätte jetzt auf den ersten Blick keine Ahnung, womit ich die Hose kombinieren könnte. Ist mir persönlich ein bisschen zu viel und deswegen geht's ins B-Tier. Ich dachte wirklich auf den ersten Blick, dass Knossi da unter dieser Balaklava bei dem Shooting steckt. Irgendwie so eine geheime Aufnahme von Seven vs. Wild. Auf dem zweiten erkennt man dann, dass es nicht ist, aber eine gewisse Ähnlichkeit ist da schon. Und ich muss sagen, das Teil ist eine coole Ergänzung zur Kollektion, passt natürlich wieder perfekt rein ins Thema. Aber wenn du das Ding wirklich in einem Outfit cool stylen kannst und auch damit wirklich draußen rumläufst, dann hast du Mode, glaube ich, studiert. Für mich wäre das nichts, also ich würde mir das Ding nicht aufsetzen, außer ich wäre im Wald. Aber das ist jetzt nicht so oft. Deswegen eine ganz coole Ergänzung, aber geht von mir ins C-Tier. Weiter machen wir mit dem letzten Piece der Kollektion, und zwar der Puffback mit dem eingearbeiteten Logo. Ich muss sagen, das haut mich jetzt nicht um. Die Form ist da das, was mich stört. Also keine Ahnung, dieses U-förmige mit diesem Tragegurt gefällt mir einfach nicht so. Da finde ich die Puffbacks von anderen Brands deutlich stärker. Deswegen geht das auch genau in die Mitte ins B-Tier rein. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo da, wenn du neu auf dem Kanal bist. Ciao! We'll be right back.